Also es klingt blöd, aber man muss so ein bisschen glücklich mit sich sein. Man muss sich schon gerne reden hören. Man muss sich schon gerne so ein bisschen in diese Sache reinfallen lassen und sich dafür nicht schämen. Das ist schon ganz wichtig. Ja, also meistens werde ich für Frauenkrimis gebucht. Das bedeutet, das ist alles ganz furchtbar brutal und aber auch natürlich total romantisch. Und zum einen ist es die Serie von Karen Rose, die habe ich irgendwann übernommen. Mit Todesstoß fing es an. Da wurde die Sprecherin gewechselt, weil einfach eine neue Linie begonnen hat, also neue Charaktere. Und das Schöne ist daran, dass man in dem einen Buch Leute kennenlernt, die sich dann natürlich verlieben, ein Fall wird aufgeklärt. Und im nächsten Buch findet man jemanden, der vorher dann in dem vorherigen als Nebenfigur aufgetaucht ist. Das heißt, also jedes Buch, was ich lese, denke ich mir, ah, das ist nichts. Ah, die zwei, die kriegen sich. Wunderbar. Ich gucke schon mal in die Rezensionen rein. Doch, doch, doch. Da stehen auch manchmal sehr nette Sachen. So was Schlechtes habe ich ja noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Okay. Gut, ja. Der Nächste sagt dann was ganz anderes, der fand es dann ganz toll. Und der Nächste sagt dann wieder, bloß nicht, das ist ja eine Katastrophe. Wo habt ihr denn diese Sprecherin hier? Entschuldigung. Aber da stehen auch schöne Sachen dabei. Also so ist es nicht. Ja, da freut man sich dann drüber. Und wenn was Schlechtes da steht, dann haben die manchmal auch einfach recht, die Leute. Und dann ändere ich das. Also ich habe schon oft mal Sachen gelesen, wo ich mir dachte, stimmt eigentlich. Und habe es dann versucht, besser zu machen. Es ist schon nützlich, da mal reinzugucken. Ich hatte natürlich diese Szenen. Ich lese ja bestimmte Frauenkrimis. Und die gibt es ja auch ungekürzt mal. In der gekürzten Fassung wird ganz viel weggeschnitten von diesen Szenen. Und in der ungekürzten Fassung, die ich mal lesen durfte, war das alles noch drin. Und das ging dann über so 5, 6, 7 Seiten. Ich habe ja nichts gegen Sexszenen. Also wirklich nicht. Ich bin alles andere als prüde. Aber sie sind halt alle so wunderschön und groß und breitschultrig. Und sanft und verletzt und alles das. Und ja, dann wird es natürlich ein bisschen lustig. Also im Moment synchronisiere ich eigentlich jede Woche und das sind immer unterschiedliche Sachen. Das sind mal ernste Filme, mal Splatterfilme, was so da ist, auch mal Zeichentrick. Ich würde natürlich total gerne mehr machen und ich würde auch sehr gerne mal eine feste Stimme natürlich von jemandem mal sein. Das ist klar, wünscht man sich. Also würde ich sehr gerne. Also ich bin Serienjunkie, zur Zeit Resilient Isles, Grey's Anatomy, mein Gott, diese ganzen Serien eben. Also ich kenne die alle, finde die alle toll, stehe ich drauf und höre natürlich sofort, wer wen spricht. Und na klar gucke ich mir da was ab, logisch. Das finde ich auch nicht schlimm, weil sich was abzugucken bedeutet ja nicht, dass man so ist. Das kann man ja gar nicht. Also es ist nichts Schlimmes. Ich finde da überhaupt nichts Schlechtes dabei. Das sage ich auch Leuten, die damit anfangen wollen. Guck dir was ab. Das ist kein Kopieren. Weil das geht ja durch den eigenen Filter durch. Das kommt ja ganz anders raus nachher. Aber man darf sich schon was abgucken von Leuten, die man gut findet. Ich finde es schön, wenn das einen Fluss hat, wenn die Dinge einfach sich entwickeln. Ich mag es gar nicht mal so sehr, wenn Leute so total hart nach etwas hinterherrennen und etwas unbedingt wollen. Das fühlt sich dann für mich nicht richtig an. Ich denke mir, wenn etwas richtig ist, dann passiert das. Und das tut's auch. Mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, mir keine Gedanken mehr zu machen, wenn die nächste Woche noch nicht voll ist. Das war am Anfang natürlich schlimm. Oder jede Option, die mir abgesagt wurde, Katastrophe. Mittlerweile rechne ich damit, das gehört dazu, das ist okay. Es gibt viele andere Leute, die Kunden suchen sich jemanden aus und das hat nichts mit mir zu tun, das ist völlig in Ordnung. Das ist okay. Bin ich jetzt ganz entspannt. Ich finde das ein tolles Leben. Das schönste Leben überhaupt. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, echt nicht. Traumberuf. Ja, doch.